Mit der Einführung der Ladewagenbaureihe Jumbo im Jahre 1997 nahm die Erfolgsgeschichte eines professionellen Ernteverfahrens ihren Anfang. Zur Agritechnica 2009 stellt Pöttinger für seine Jumbo-Ladewagen eine automatische Messerschleifeinrichtung vor und baut damit seine Technologieführerschaft in diesem Segment aus. Über das Bedienpult am Traktor wird das Schneidwerk ausgeschwenkt und der Schleifvorgang gestartet. Der Räumer des Schneidwerks wird aus dem Arbeitsbereich der Schleifvorrichtung geklappt. Die Schleifvorrichtung schwenkt in Arbeitsposition. Nach erfolgter Sensorfreigabe der Arbeitsposition beginnt der Schleifvorgang links beim ersten Messer. Die Vor- und Zurückbewegung der Schleifscheibe erfolgt mit einem definierten Anpressdruck entlang der Messerschneide. Der Querschlitten sucht die neue Position für das jeweilige nächste Messer. Die Anzahl der Schleifdurchgänge sowie das Schleifen einzelner Messergruppen sind frei einstellbar. Ein Schleifdurchgang für 45 Messer dauert weniger als 4 Minuten. Nach erfolgtem Schleifen wird die Schleifvorrichtung, der Räumer und anschließend das gesamte Schneidwerk wieder eingeschwenkt. Für die automatische Schleifeinrichtung wurde Pöttinger auf der Agritechnica 2009 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die neue Messerschleifeinrichtung ermöglicht eine automatische, komfortable Schärfung der Messer direkt am Ladewagen. Das reduziert den Wartungsaufwand bei gleichzeitig dauerhaft optimaler Schnittqualität im Einsatz. Darüber hinaus verspricht sich Pöttinger von der Technik einen geringeren Energieverbrauch und eine höhere Durchsatzleistung.